Willkommen zur Tumorsprechstunde. Wir wollten heute über das Thema Lebermetastasen sprechen und anhand eines Interviews zeigen, dass es auch bei dieser schrecklichen Diagnose noch Möglichkeiten zur Heilung oder zumindest zur langfristigen Tumorkontrolle gibt. Ich freue mich, dass zu uns hier in das Tumorzentrum Frau Ochsner gekommen ist und den Weg nicht gescheut hat, um dieses Gespräch zu führen. Herzlichen Dank, Frau Ochsner, fürs Kommen. Frau Ochsner, Sie haben ja vor mehr als 3 Jahren die Diagnose eines bösartigen Tumors des Dünndarms bekommen, der schon in die Leber Metastasen abgesetzt hat. Können Sie das noch einmal kurz beschreiben, wie Sie das damals erlebt haben und wie man zur Diagnose gekommen ist und welche Therapieschritte dann eingeleitet wurden? Ich war eigentlich einige Monate vorher immer sehr müde, so ohne ersichtlichen Grund. Und dann bin ich zur Hausärztin gegangen, weil ich immer so heiße Ohren und heiße Wangen hatte, so richtige Hitzewallungen, einen hohen Blutdruck, aber sie konnte sich irgendwie keinen Reim drauf machen. Und sie hat mich dann zum Kardiologen überwiesen. Und der hat dann weitere Untersuchungen gemacht. Dann in der Zwischenzeit hatte ich auch rote Flecken bekommen am Hals, an den Armen, Gewicht verloren. Und er hat den bald gesehen oder gemerkt, gesagt, dass das könnte eine Krebserkrankung sein. Man muss dazu sagen, dass Sie einen besonders seltenen Tumor hatten, der Hormone ausgeschüttet hat. Und diese Hormone haben vermutlich diese Hautreaktionen und diese Hitzeattacken und so weiter verursacht. Wie ist man dann auf die Diagnose gekommen? Der Kardiologe hat so verschiedene Untersuchungen gemacht und ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass er so etwas entdeckt hat und er hat dann sehr bald gesagt, das wäre wahrscheinlich so eine Krebserkrankung. Wie ist es dann weitergegangen? Er hat mich zum Onkologen überwiesen, hier im, das soll ich jetzt nicht sagen. Ja, Sie meinen, dass man den Weg zu einem spezialisierten Tumorzentrum suchen muss. Ja, hat er mich überwiesen und der hat dann wieder weitere Tests gemacht und dann hat man die Diagnose dann ziemlich bald gehabt, ja. Was hat das denn für Sie bedeutet, als Sie jetzt mit der Diagnose konfrontiert wurden? Da ist ein bösartiger Tumor im Dünndarm und da hat schon Ableger in der Leber verursacht. Das war schon ein Schreck, weil ich habe immer gedacht, ich hätte ja eigentlich gesundheitsbewusst gelebt. In der Familie auch keine solche Geschichte. Der Schreck war groß, ja. Aber dann haben mir doch Onkologe, der Radiologe, auch Sie, haben mir doch schnell Mut gemacht und gesagt, man könnte das behandeln. Und so bin ich wirklich nie eigentlich so richtig verzweifelt gewesen. Jetzt waren ja mehrere Operationen notwendig, denn das war ja ganz schwierig von der Lokalisation. Und können Sie noch einmal den Krankheitsverlauf zusammenfassen und die ersten Wege zur Therapie, die dann beschritten wurden, darstellen? Ich wusste von Anfang an, dass es 2 Operationen geben würde. Und die erste Operation, das ist eigentlich gut verlaufen, so die ersten 3-4 Tage. Und dann hat es Komplikationen gegeben, Blutungen. Dann musste nochmals operiert werden. Dann hatte ich eine Spitalinfektion, später eine Wundinfektion. Und mit der Lunge, was war mit der Lunge? Ja, eine Lungenreizung, eine kleine Lungenentzündung war. Ah ja, und dann sind es wirklich aus diesen 2 Wochen, da sie geplant waren, sind es dann 5 Wochen geworden. Aber ich war eigentlich immer zuversichtlich, dass alles gut geht, weil ich hatte sehr großes Vertrauen in Sie. Dann hat man ja zwischendrin auch noch eine Behandlung gemacht durch die Haut an der Leber, um einen Herd abzutöten. Das war dann aber nur ein kurzer Aufenthalt. Nein, das war zur gleichen Zeit. Das war am Schluss meines Aufenthalts. Das war, ich glaube, in der 4. Woche oder so. Und dann ging es weiter zur 2. Leberoperation. Und wie haben Sie das dann erlebt? Das ist der letzte Schritt. Ja, das ist eigentlich ganz gut gegangen. Es war die Drainage, die ich noch beim Austritt hatte. Aber sonst war es wirklich, das war eigentlich ohne Komplikationen. Also größere Komplikationen verlaufen. Wie geht es Ihnen heute? Heute geht es mir sehr gut. Frau Ochsner, heute nach mehr als 3 Jahren sind Sie ja weiterhin tumorfrei. Wenn Sie noch einmal zurückblicken,
und sich in die Lage von Patienten versetzen, die vielleicht heute oder in naher Zukunft die gleiche Diagnose gestellt bekommen, bösartiger Tumor mit Lebermetastasen. Was würden Sie denen denn als Ratschlag mitgeben? Dass man sich an kleinen Veränderungen achtet, weil ich hatte doch Anzeichen wie die Müdigkeit oder Gewichtsverlust, auch die Flecken, das hatte ich ja vorher nie und ich habe da einfach zu wenig Beachtung geschenkt. Okay. Und wenn dann die Diagnose schon mal gestellt worden ist, was würden Sie dann raten aus der Sicht von jemand, der das alles jetzt schon hinter sich hat? Ja, ich glaube, ich hatte einfach sehr viel Glück, dass ich an die richtigen Ärzte verwiesen worden bin, aber sonst, man soll sich eine zweite Meinung holen und wirklich sich gut informieren. Frau Ochsner, noch einmal ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich glaube, es hat doch gezeigt, dass auch bei vermeintlich auswegloser Situation in Ihrem Fall und auch in vielen anderen Fällen noch Hoffnung besteht und dass man diese nicht aufgeben darf. Vielen Dank fürs Kommen. Danke sehr, ja.